Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Eternity, The Last Unicorn. So, im letzten Part haben wir unsere Flügel bekommen, wir können endlich springen. Wir haben uns da auch alles angeguckt und ich wollte jetzt in diese Richtung weiter. Ja, also mal schauen. Das hatten wir ja nun schon geholt. Ach, guck mal. Da steht ja auch eine Kiste. Hatten wir die schon aufgemacht? Die, da kann man so gar nicht interagieren mit. Aha. Vielleicht für Bior. Müssen wir nochmal schauen. Oder hatten wir die schon auf? Oh, ich kann, weiß ich gerade gar nicht. So. Hier geht es ja Richtung Reno zurück. Genau, da sind wir durch dieses große Tor gelaufen. Und wir gehen jetzt hier mal gucken, was uns hier erwartet. Eine Kiste, das ist schon mal toll. Sollte vielleicht mal kurz wechseln hier. Und immer gleich weg. Hey! Okay. Doch, die sind... Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man die gar nicht kaputt machen. Immer dran vorbei. Hallo, mach die kaputt. Ach, geht doch. Okay, Truhe öffnen. Gut. Oh, einen Stein. Jetzt haben wir zwei Stück. Yay. Dann würden wir wahrscheinlich eine Waffenverbesserung uns leisten können und müssen. So wie ich das hier gerade sehe. Also, okay, ich lasse die Dinger einfach. Ja, die werden wir uns leisten müssen. Das ist nämlich da orangene, Magie. Dreht er wieder ab. Die anderen bleiben aber da. Mein kurz. Nein, ich wollte nicht heilen. Ich wollte mein Schwert haben. Na toll. Geheilt und zack, neue Stufe. Und ja, das war natürlich dann also völlig umsonst. Noch mehr Bruchstücke. Also ich glaube, wir sollen wirklich ganz dringend unsere Waffe verbessern. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns dann auch für den Bogen entscheiden sollten. Denn wir werden das da hinten brauchen. Wir werden mit dem da nicht durchkommen. Und wir haben ja nun noch einige Barrieren, wo wir durch müssen. Orange, genau. Orange haben wir, glaube ich, zwei Stück mittlerweile schon, ne? Gut, also orange. Das heißt, wir nutzen das Portal, was wir ja da haben, nach Fensalyr zurückzugehen. Also zurückkriegen wir ja Portale, das finde ich ganz nett. Jetzt müsste es nur noch auch wieder hierher ein Portal geben, dann wäre das wirklich super toll. So, kurz speichern. Spiel speichern, jawohl. So, nach Fensalyr. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir unseren Bogen etwas besser bekommen. Ich überlege gerade, wo dann noch orange war. Puh. Ist hier eigentlich auch der Zwerg? Ja. So. Guten Tag. Waffe verbessern, bitte. So, ja. Also wir nehmen jetzt ganz klar den Bogen, ne? Weil ich davon ausgehe, dass wir den brauchen, um eben dann dieses Orange wegzukriegen. Und da haben wir jetzt nicht genug Steine für. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich Heilung brauche. Ich möchte gerne mal eben gucken. Vier Stück. Hm, ja. Was habe ich denn da noch? Wie viel kriege ich? 100.
Ja. Ach, egal. Erstmal nicht. So, jetzt müssen wir zurück. Würde ich sagen. Ach, verdammt. Ui. Hey! Seid ihr bekloppt? Lass mich überhaupt gar nicht zukommen hier. Diese grünen kann ich ja nicht leiden, ne? Die mag ich ja so gar nicht. Hier ist Heilung drin. So. Okay. Wir haben in Dings Jotundria, in der Höhle, haben wir noch rot, ne? Das war rote Magie. Wo haben wir denn noch orange? Ich überlege gerade, wo das war. Aber ich weiß es im Moment gar nicht. Aber da kommen wir mit Sicherheit noch wieder hin. Denn wir werden ja alle Barrieren irgendwann wegmachen müssen. So, dann gehen wir wieder dadurch. Versuche ich jetzt mit dem Bogen. Die Ansicht war ja gerade cool. So, den haben wir. Kommt jetzt noch eine Gruppe? Ach, dieser Kamerawechsel. Also so manchmal ist der echt blöd. Da kann man sich auch einfach nicht dran gewöhnen. An manchen Stellen ist das okay. Oh, dieser Waffenwechsel dauert zu lange. Poff. So, okay. Und weiter geht's. So. Ah, ich habe gestern meinen neuen Spielstand angefangen. Ich habe gedacht, ich gucke mir das nochmal an, wenn das Ganze ein bisschen einfacher ist am Anfang, ob das dann tatsächlich ja, besser ist alles. Aber ich muss sagen, da müssen wir jetzt die ganzen Gruppen kommen jetzt hier, ne? Also ich muss sagen, so wirklich viel einfacher ist das gar nicht geworden. Das ist doch schon noch ganz schön schwer. Oh, Manu. Diese Feuerdinger sind aber auch lästig. Hauptsächlich die mit ihrer grünen Kapuze. Die mag ich ja so gar nicht. Ach, da ist ja noch eine Schildkröte zwischen. Dich habe ich übersehen. Na, ist ja schon. Ich kann das gar nicht sehen. So, den haben wir weg. Jetzt sammle ich hier erstmal alles ein. So.
So, und dann kommt der Dicke da dran. Ach, da ist auch noch ein Kleiner mit bei hier. Oh, wie gemein. Ach, ist auch nur eine Schildkröte gewesen, glaube ich. Ach, wie schön, dass der wieder abdreht. Also das muss ich sagen, das ist ja schon ganz nett irgendwie, ne? Ah, zu weit weg. Oh, Stufe 24. Oh, da kommen noch mehr? Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt fertig. Also langsam reicht's dann auch. Das ist so ein Trollball. Also man kann die sich ja schon so ein bisschen mit dem Bogen teilweise vom Hals halten, ne? Also damit kann man die mal so ein bisschen zurückstoßen und unterbrechen in dem, was sie gerade machen. Das ist ganz praktisch. So. Und jetzt noch den dicken Troll da hinten. So. Das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, bis auf das Ding da noch, was da ja eigentlich sich noch versteckt hier. War das nicht auch eine... War das nicht eine Pilzspinne hier? Ja, würde ich doch sagen. So. Dann alles einsammeln. Und eben speichern. Und dann machen wir uns... da. Die Barriere... weg. Da kommen wir nicht ran. Okay. Und da in die Richtung haben wir ja nicht so viele Gegner. Sicher ruckelt das. So ein bisschen. Dann taucht mal auf hier. Wie komme ich an die nicht richtig ran? Die sind sehr weit hinten, die Kleinen. Eigentlich visiere ich den anderen an, ne? Ihr seht das. Aber man trifft eigentlich immer den dann, der vorne steht. Das, na jetzt, auch sterb doch endlich. Mann. Jetzt noch den Dicken da hinten wegmachen. Warum treffe ich den denn nicht? So. Das war's, ne? Da kam, glaube ich, nichts mehr nach. Okay. Hä? Und warum kriege ich den jetzt nicht weg? Ich habe doch meinen Bogen verbessert. Guck mal, dahinter ist ein Schwert.
orangene Magie. Ja, aber... Hä? Ach, ich habe wirklich gehofft, ich krieg das weg mit meinem Bogen. Reicht das vielleicht noch überhaupt nicht? Kann ich vielleicht rote wegmachen? Und nicht orangene? Habe ich vielleicht deswegen ein Portal nach Fensalir? Um schnell nach Jotuntrier zu kommen? Ich überlege gerade, wo noch welche waren. Aber wir hatten, glaube ich, nur die eine unten noch, die rote, ne? Wir haben ja auch noch viele Kisten und Zeugs und so, was man holen kann. Das würde ich jetzt mal eben machen. Und dann mal schauen. Also letztendlich haben wir bis jetzt immer einen Weg gefunden, auch wenn man mal einen Umweg gegangen ist. Aber am Ende passt das eigentlich immer. Gut. Hier, da müssten wir jetzt gleich hinspringen können. Nicht schubsen. So, okay. So, dann nehmen wir noch die Heilung aus dem hier mit. Und dann gucken wir mal, wo wir hier springen können. Wo uns das angezeigt wird. Da. So. Yay, wir kommen an die Truhen. Oh, Königsbruchstücke groß. Aha. Und ein Stein. Also das soll ja... Also ich denke mal, das heißt so viel wie... Du musst deine Waffen und alles wirklich extrem verbessern und das recht schnell. So, genau, jetzt haben wir noch den einen Loot, der noch oben auf dieser Plattform liegt, da wo Bio am Anfang saß. Hier müssten jetzt Gegner kommen. Hallo? Nein? Doch nicht? Dann nicht. Wir speichern kurz. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, durch irgendeinen Blödsinn das Ganze nochmal machen zu müssen. So, jetzt müssten wir da hinkommen. Aha, guck mal. Ah. Okay. Alles klar. Wir haben ja auch, wenn man mal auf die Karte guckt, in Fensalir. Da, so, haben wir 1 von 1. Da haben wir jetzt also unsere Medaillonteile gefunden. In Jotuntria gibt es noch eins und in der Reno haben wir auch das eine gekriegt. In Jotuntria wird das wahrscheinlich auch in dieser einen Kiste sein, gehe ich mal von aus. Gefallene Wälder haben wir noch gar keins und in Skadis Tempel haben wir 4 von 5. Und Makalas Tempel gibt es gar nichts und das da weiß ich noch nicht. Und das da unten kennen wir auch noch nicht. Okay. So. Das haben wir eingesammelt. Dann würde ich noch eben speichern wieder. Und dann gehen wir nach Jotuntria. Gucken mal, was in der Kiste ist, die da steht, wo man über diesen Abgrund springen müsste. Die nehmen wir natürlich hier alle mit. Die EPs und den Loot kann man gebrauchen. So. Und dann schauen wir mal weiter. So.
So, hier müssten jetzt eigentlich auch Gegner auftauchen. Hey. So, Level 25. Yay! Okay, so. Und dann können wir jetzt nach Jotunrier gehen. Und mal gucken, dass wir da noch die Kiste bekommen und nach dem roten Tor schauen. Allerdings machen wir das erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.